Jo Leute, was geht? Willkommen zu Achilles Legends Untold. Eine Mischung aus Souls und Diablo. Ich habe ein paar Ausschnitte davon gesehen und war sofort hooked und wollte das unbedingt hier auf dem Kanal einmal bringen. Und deswegen machen wir das hier heute. Achilles muss sterben. Ja, fein. Ich denke mal, wir werden Abenteuer machen, um ein bisschen reinzukommen. Es ist auf jeden Fall schon mal komisch, dass es hier so Schwierigkeitsgrade gibt. Frage ist auch, gibt es dafür irgendwie mehr Loot? Aber wir gehen mal auf Abenteuer, ganz normal, Standard. Mehr weiß ich tatsächlich vom Game gar nicht. Ich habe einen kleinen Trailer gesehen, ein kleines Gameplay. Und die Überschrift Souls trifft Diablo und da war ich hooked. Ach ja, und das Ganze dreht sich so um griechische Mythologie und da bin ich natürlich auch komplett hooked. Das sind wir? Wir sind auf jeden Fall Achilles. Ich überspringe mal. Okay, man kann alles überspringen. Okay, chillig, gell? Ich weiß gar nichts. Auch meine Charaktererstellung. Okay, man fängt einfach an. Wir haben hier, das ist Sparta. Mit einer Abklingzeit. Unten ist live. Ich bin über den Attacken. Ich mache mich mal auf die andere Seite. Ich glaube, das macht mehr Sinn, wenn ich mich hierhin packe. Seht ihr nämlich die Attacken. So, und dann gehen wir mal hier los. Man kann auf Kreis so einen Dash machen. Anscheinend, der kostet Energie. Wir sehen auch hier, die grüne Leiste ist Energy. Blau ist bestimmt Mana. Und rot ist Leben. Bislang kann ich nur R1, schneller Angriff. R2, starker Angriff. Also tatsächlich wie bei Souls. Und mit R drücken kann man ein Ziel markieren. Okay, krass. Also man hat die Top-Down-Sicht wie bei Souls. Wie bei Diablo. Und das... Und die... Erst Blut. Und das und das Angreifen wie bei Souls, das ist ja spannend. Das ist irgendwie total interessant, muss ich sagen. Heiltränke. Okay, mit Steuerkreuz oben Heiltrank. Das ist ganz, also jetzt auf dem ersten Meter total ungewohnt. Oh Gott, ja. Der erste Gegner, der erste starke Gegner. Okay, er nimmt einfach sein Schild hoch. Schön von hinten. Und tritt. Wahrscheinlich bringt... Oh weh, was war das denn? Wahrscheinlich bringt Tritt voll was bei seinem Schild, oder? Okay, auf jeden Fall, was schon mal gut ist. Man hat relativ viel Mana, muss ich sagen. Haha. Das heißt, man kann richtig viele schön... man kann richtig viele Attacken drücken, ohne dass gepunished wird. Ich mach mal eine Heilung. Wie viel gibt das? Full. Okay, ist ja easy. Normalerweise in richtiger Souls-Manier... Ja, töten. In richtiger Souls-Manier würde man den ersten Bossfight immer verkacken. Okay. Ein würdiger Feind ist gefallen. Schlacht von Troja, Hector ist besiegt. Ah, das war Hector. Okay. Eine neue Fertigkeit. Ab jetzt kannst du dein Schild werfen. Jeder geworfene Schild kehrt zu dir zurück. Drücke L2, um ein Schild zu werfen. Oh, das ist cool. Bam! Gefällt mir. Ausrüstung, Geschichte... Heldenschild, episch, selten. Kann man nur Waffen? Ah, vielleicht kommt das noch. Okay, bin gespannt. Naschisnisch, Lu. Nein, das habe ich aus Versehen die Sprache geändert. Oh nein. Hä, wieso war das auf Polnisch? Ist auf Deutsch. Hä, wieso ist das auf Polnisch? Wieso ist das da oben links auf Polnisch? Okay, gut. Das Movement ist... meiner Meinung nach ein bisschen zu schwammig dafür, dass man eigentlich so Souls-Reflexe und fighten muss. Paris? Okay, der sieht aus wie Achilles. Der muss ich bestimmt bekämpfen. Der kriegt direkt ein Schild gegen den Kopf. Hat nicht geklappt. Ich brenne! Ich würde fast sagen, das ist ein Kampf, den Sommer verlieren, weil der hatte so viel Leben. Okay, jetzt ist mein Leben auch viel geringer. War das
Man kennt das ja aus anderen Spielen. Man hat so einen etwas fortgeschritteneren Charakter oder Auto oder irgendwas. Dann spielt man damit ein bisschen und dann fängt man wieder von neu an. Das heißt, jetzt könnten auch Level und sowas kommen. Weil das Leben ist jetzt auf jeden Fall weniger, als es vorher war. Und ich glaube, ich mache mich wieder nach rechts, weil links sind ja jetzt. Weil dann seht ihr hier ein bisschen die Attacken. Und links habt ihr die Tränke und sowas. Wenn ich jetzt hier nochmal gucke, Karte, Fertigkeiten. Oh, yes. Das ist cool. Das erste Mal ist das sehr cool gemacht. Und zweitens haben wir einen richtig krassen Fertigkeitsbaum. Ich kriege richtig krasse Path of Exile Flashbacks. Sehr cool gemacht, oder? Also das sieht schon mal. Also das sieht unten erklärt, was es macht immer. Finde ich sehr cool. Ausrüstung. Ausgerüstet. Gibt es noch mehr? Ne. Schild, Tasche. Okay, und Geschichte. Cool. Jetzt geht's erst los. Okay, das war nur Tutorial. Let's go. Was haben wir hier? Hades Schrein. Das wird wahrscheinlich sowas wie ein Leuchtfeuer sein, ne? Fertigkeitsbaum, genau. Fertigkeitspunkte 0, okay. Teleportieren, Rast. Okay, ja. Hier haben wir den Souls, das Souls-Element. Was ich auch cool finde. Oh. Oben ist eine Karte, Minimap, und da ist auch eingezeichnet, wo man lang muss. Das heißt, ich muss jetzt hier nicht doof rumlaufen und irgendwie suchen, sondern es wird eigentlich relativ gut erklärt. Ich weiß noch nicht, wie ich die Ansicht finde, dass es nicht Third Person ist, sondern so Diablo-mäßig. Ich glaube, es ist einfach nur eine Gewöhnungssache. Aktuell ist es mal was anderes, glaube ich. Schon ganz geil. Meine andere Sicht der Dinge. Wo ich mir bei Diablo manchmal wünschen würde, ich hätte einen Third-Person-Modus, um mir alles richtig schön anzugucken, ist auch mal cool, ein Souls-Game dieser Vogelperspektive zu spielen irgendwie. Ich bin gleich Level Up. Level Up. Okay. Das heißt, man muss die nicht irgendwie seine Erfahrung ausgeben, wie man das kennt von einem Souls-Game, seine Seelen irgendwo ausgeben. Und wenn man stirbt, sind die alle weg. Zumindest glaube ich das bisher. Ich bin ja erst einmal gestorben. Sondern man kann die halt immer. Man kann die Dinger nicht aufmachen, wenn da Gegner sind. Okay, spannend. Oh mein Gott, sind da viele Gegner. Ich habe noch gar nichts zur Grafik gesagt. Also. Ja, ist schwierig. Ich weiß nicht, auf was für eine Engine das basiert. Es ist auf jeden Fall nicht so krass modern, da ich sagen würde, boah, das sieht unfassbar gut aus, aber es ist jetzt auch nicht hässlich. Irgendwas so in der Mitte. Ich würde sagen, so auf einem Diablo 3-Niveau. Ja, Fertigkeitsbaum, ein Fertigkeitspunkt und jetzt geht die Qual der Wahl los. Hier, mehr Ausdauer, plus 1. Die Straße auf dem Weg zur Legende. Sehr schön. Schön. Ja, jetzt muss man schon so. Oh, hier ist ein Keller. Reiner. Jetzt muss man schon ein bisschen taktieren, wie man angreift. Oh, in den Dingern ist auch tatsächlich was. Da macht es ja Sinn, die Dinger mal kaputt zu machen. Hier im Keller gibt es keine Karte. Aufballern. Ja, so witzig. Neue Waffe Kopis. Ich drücke immer Start. Weniger Schaden, aber bestimmt ist sie viel schneller, oder? Ja, guck mal. Das ist cool. Kann man in jeder Hand eine Waffe tragen? Einhändige Waffen. Ich könnte hier auch. Oh. Geil. Ich nehme mal den. Oh, ja, da sehe ich mich. Oh, yes. Your legs too short to get here, huh? You foolish abomination! Get out of there! Or I'll throw a stone at you again! None will survive this wrong to take care of this. I need to help him. Oh mein Gott. Ah, viel hast du nicht mehr. Ich krieg dich! Besiegt. Wie viel Erfahrung gibt er? 150! Den anderen kill ich auch noch. Direkt wieder ein Level up. Ist er der Schmied? Ich kill den anderen auch noch. 150 Erfahrung. Ich hätte hier gern Rastplatz.
Ah, den kann ich schon gut lesen. Und einen harten Angriff machen. Da war ein kritischer Treffer. Ich glaube, der gelbe war kritisch. Gibt der 150? 150, das ist ja übelst belohnt. Und Blumen der Entgiftung. Und ein Glückslied. Hm. Also, finde ich gut. Wir müssen gleich nochmal klären, ob es Multiplayer gibt. Also gegen zwei auf einmal ist schon anspruchsvoller, sag ich mal. Okay. Drei, es wird auf jeden Fall nicht einfacher. Wieso sind da jetzt drei? Okay, da war ein Schrein. Und man hat echt viel Mana, gefällt mir. Und es geht auch schon richtig schnell wieder vor. Das heißt, man kann echt auch viel angreifen. Finde ich auch wichtig. Wenn man jetzt so, denkt mal so an Dark Souls 2, wie viel Mana man da braucht. Beziehungsweise wie lange das dauert, und bis das wieder vollgeladen ist. Da musst du eine halbe Stunde rumstehen, bis du wieder angreifen kannst. Hier geht es richtig zügig. Also man kann echt auch einfach Button-Mashing machen. Das wird bestimmt später auch noch anspruchsvoller, aber jetzt gerade sehr spaßig. Au, 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 ich komm nicht weg, ich komm nicht weg, ich komm nicht weg. Ist das gegen Gift? Nee, was ist das? Habe ich was gegen Gift? Da wurde ich aber übelst eingekesselt. Habe ich was gegen Gift? Ist das hier eigentlich Pause oder geht dann einfach alles weiter? Der Steintyp kommt. Und der hat unfassbar viel... Ah, geht eigentlich. So viel jetzt auch wieder nicht, aber der hat schon viel Leben. Geht eigentlich gut, klar. Easy. Wie viel gibt der? 200. Dart. Drei Tränke. Oh, Boss. Kastor, den kennt man doch auch. Das safen Gegner. Oh ja. Bam. Ey, wieso ging das nicht? Oh Mann. Eine Heilung noch, aber ich habe ihn fast. So, geht rauf. Bam. Töten, verschonen. Was macht man verschonen? Ich verschone alle. Ich bin lieber. Ich bin netter Lu. That was a worthy fight. I also got... Neue Stufe. Drei Punkte. Ein würdiger Apollos Hymne. Apollos Hymne? Ah, guck mal, hier gibt es auch andere Sachen. Tritt. Apollos Hymne. Du erzeugst einen geheiligten Bereich, in dem alle Helden Gesundheit wiederherstellen. Wirf die nächstgelegenen Feinde zurück. Ich nehme mal das mit dem Zurückwerfen. Ich würde sagen, das reicht für einen ersten Look. Ich bin jetzt, wo ihr das Video seht, gerade live und spiele hier ein bisschen weiter bis zur Season 30 von Diablo 3. Wenn ihr das gerne sehen wolltet, schaltet gerne auf Twitch ein und wenn ihr da weiter gucken wollt. Ansonsten kann ich das Game echt empfehlen. Ich glaube, um die 20 Euro kostet das Spiel. Was ich gerne noch sehen will, ist, ob es hier einen Multiplayer gibt. Weil das fände ich auch noch ganz cool, wenn es hier einen Online-Multiplayer gibt. Aber ich glaube tatsächlich nicht nur Solo. Vielleicht kommt das noch rein, ich habe keine Ahnung. Schreibt mir gerne eure Meinung und die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Ich finde, es ist eine echt coole Mischung aus Souls und Diablo. Macht mega Spaß. Viel Spaß euch dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like auf dem Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.